Nackthochzeit. Hallo, da ist Dani Matusch, der Reporter für besonders heikle Fälle und ich bin heute in der Krone-Hit Nackthochzeit-Mission unterwegs in Linz im Fit-In-Fitnessstudio. Nicht, weil ich fit werden möchte, sondern weil unser Brautpaar, das sich nackt traut, Melanie und René fleißig am Trainieren sind, wie man hier schon sehen kann. Ich möchte jetzt gar nicht stören, vielleicht, wenn ich die Kamera bitten darf, wir sehen sie ja dann in knapp 2 Wochen nackt, dass man mal genau hinfilmt, was uns da erwartet. Du bist heftig am Trainieren, bist du ein bisschen aufgeregt oder warum habt ihr jetzt ein Training eingeschoben? Ja, wir sind sehr aufgeregt schon, es ist ja bald soweit und dadurch, dass man ja unseren Körper genau sieht, gehört er geformt. Wir freuen uns voll auf den 9. April. Das Einzige, der Waschbärbauch muss noch ein bisschen zurückgehen. Ja, und dann passt es eigentlich grundsätzlich. Und da ist der Stepper das Wichtige. Ich meine, es ist jetzt schwierig, weil die Kamerafrau weit oben steht, aber können wir mal einen kurzen Waschbärbauch-Test-Check machen? Ja? Die Rillen, ja, aber jetzt wollen wir ein bisschen was. Zweite ist nur da. Ein bisschen was. So aus, ja? Ja, aber bärig auf alle Fälle, ne? Ich liebe es, im Fitnessstudio zu sein und nicht schwitzen zu müssen, ist ein Traum. Macht ihr Diät auch? Wirklich? Nehmt ihr es so ernst, dass ihr auch die Ernährung jetzt umgestellt habt? Ja, wir werden am Abend sicher nicht mehr zum McDonald's fahren oder zum Burger King oder zum Pizzamann. Wir schauen jetzt, dass wir eher Salat und Joghurt auf die Nacht essen. Bier darf der René noch trinken oder ist verboten jetzt? Ja, natürlich. Oder mit mir ein Aperol Prosecco. Stimmt das? Darfst du noch Bier trinken? Ja, gestern habe ich noch eins trinken dürfen. Ob es heim so ist, weiß ich nicht. Du, also ihr müsst es wissen. Ich finde, das schaut schon mehr als gut aus, aber ich meine, es sind ja noch ein paar Tage hin bis zur Nackthochzeit. Habt ihr noch Zeit? Jetzt, von meiner Seite aus passt's. Dankeschön. Aber ein bisschen was gehört noch gemacht. Wir könnten allerdings nachher noch in die Sauna gemeinsam gehen, wenn wir wollen. Da ist die Kamera natürlich nicht dabei, aber ich könnte sehr gerne eine Fachmeinung danach abgeben. Ja. Ja, super, wir gehen in die Sauna. Alles Liebe, alles Gute.